So, zack. Fertig. Neue Aufnahme gestartet, damit ich auch nicht andauernd zu viel Gigabyte pro Datei habe. Nämlich doch ganz schön viel. Oh, kaum, dass ich schweige, spielt jemand schon wieder diese hässliche Orgel. Kampferprobter Ritter. Okay. Lass mal sehen, was du drauf hast, Kollege. Was soll denn das bitte schön? Das soll ein Angriffsteam sein. Sag bei den drei. Oh, ich hab schon mit der Frage B oder so. Kann mein Hühnchen eigentlich jetzt noch mehr Attacken lernen? Nee, noch nicht. Es ist immer noch Rang 2. Schade. Boah, also der Typ, der die Orgel im Hintergrund spielt, der müssen wir echt die Finger abhacken. Warum? Ey, so die Töne, die der da spielt, das geht gar nicht. Soll ich denn jetzt helfen? Was, wo geht's lang? Ich muss mich schnell mal auf meinen Huden setzen. Die Musik, die macht der Depri. Wo geht's da lang? Ey, ich hasse diese Burg. Mal sind die Leute drin, mal sind sie draußen. War oben auf der Mauer. Ninne. Mit Carverilien sprechen? Warte. Oh. Ja! Wieder runter zum Drachenkopf. Ich komme fast vor wie beim Titan, wo ich da ausgerastet bin. Das war aber auch eine schwere Geburt, ne? Keine Ahnung. Das war noch nicht angekommen. Kam noch nicht zu. Dreimal verreckt bei dem Mistvieh. Das war First Try, obwohl der Tank nicht dabei war. Wie war's First Try, was? Ja, gleich beim ersten Anlauf, dass obwohl der Tank von der Plattform gefallen ist. Bei mir damals. Okay.
Ja, bei mir sind die Angreifer von der Plattform gefallen irgendwie. Bei mir war es der Tank. Gleich beim ersten Mal. Puff, ich war auch. Ich bin toll. Na, hat dann einer geschrieben, hier so ein Dragonier, wie das Ding heißt. Heil mich. Na, der getippt. Ja, na, okay. Hatte ich zwar ein bisschen mehr zu tun als Heiler, also mit einfach nur heilen, sondern heilen. Hat aber trotzdem funktioniert. Nee, ich. Aber es ging dann. Nee, keine Ahnung, wir mussten den dreimal oder so angehen, bevor wir den Blatt gekriegt haben. Weil dann ist auch mal der Heiler verreckt. Der hat dann irgendwie seinen eigenen Schaden nicht mehr wegheilen können. Und also Späße, wo ich mir denke so, oh, scheiße, nicht schon wieder. So konnte der seinen eigenen Schaden nicht wegheilen. Weil der macht doch auch so einen Area-Over-Effekt. Also ja, das weiß ich. Ja. Aber dann machst du Reseda und dann bist du wieder voll. Ja, keine Ahnung, was der gemacht hat. Irgendwie. Der ist da, irgendwann habe ich da an der Leiste gesehen, dass es kein Heiler mehr gab. Und dann stehst du da drauf, ne? Ein Damage-Dealer, ein Tank ohne Heiler. Hättest du mich mal angerufen? Nee. Ging nicht, du hattest eine andere Arbeitsschicht. Arbeit. Ich gehe dann mal. Zuck. Wo ist eigentlich mein Kampfhähnchen? Der Schenkelzwicker. So, jetzt muss ich mit einem Gravelin sprechen. Veit Gravelin. So, wo bist du, Nutte? Bekommst wegen mir Strikes, ja? Ja, eventuell schon. Ne, ich habe bis jetzt nur bei 2 Videos hatte ich irgendwie mal ein Copyright-Ding gehabt. Also, dass Werbung geschaltet werden wird von dem Hersteller des Audio-Tracks oder des Spiels, weil die ja auch noch was für einen Gewinn abhaben wollen. Da dachte ich mir so, was für ein Gewinn, ihr Arschlöcher. Ja. Ja, das war hier bei Rebel Galaxy. Die Musik, die darf ich halt nicht so spielen, ohne, ne, dass sie da mitreden dürfen. Also habe ich gedacht, okay, bei der nächsten Aufnahme, wenn ich mal wieder Bock dazu habe, spiele ich das Ding halt ohne Soundtrack. Ist doch egal. Bist du für ein Schmock hier drüben? Dein Hund kann nichts sehen, ne? Nur mal so. Du bist blind. Mein Hund sieht alles. So, jetzt soll ich hier irgendeinen Franzel finden. Ach du Scheiße. Bis da oben hin. Geh zum Teufel. Wie geht's da überhaupt lang? Beweise sie die Unschuld, sie ist immer noch Jungfrau. Hast nachgeguckt? Ja. Ey, Alter, lass mal Kugel. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Rothorn-Orga. Nicht schlecht. Rothorn-Orga. Duck. Für die Horde. Alter, was laufen hier für Viecher rum? Nicht schlecht.
Okay, ein Riesen-Arkis. Nicht schlecht. Das war knapp gerade. Ich musste auch versuchen, das Mikrofon gerade auszuschalten, weil sonst brülle ich voll da rein und in der Aufnahme brülle ich alles an, ey. Genau. Nee, das war lieber. Wo sind eigentlich die Fregel? Hä? Ja, ich soll hier eine Beweise, die Unschuld, da soll ich irgendwie Leute finden gerade, die versucht haben, das Königshaus zu bewahren und sind hier in Gefahr gekommen. Dass die nicht schuld sind. Und jetzt versuche ich hier gerade Leute zusammenzusuchen, wo auch immer die sind. Da ist der Letzte. Jetzt komme ich natürlich auch in Ecken rein, wo ich bei dem alten Server noch nicht war. Ne? Soweit, diese Mission hatte ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay. Ja, nicht gay. Alter, jetzt spielst du blind. Aber jetzt ist wieder pure blind. El Blindo. So weit habe ich mich noch nie nach vorne getraut. So weit weg von zu Hause. Was ich sowieso komisch finde, müssen die Charaktere, also die, den ich hier spiele, nicht eigentlich irgendwann mal auch kacken gehen? Keine Ahnung. Ja, wie wär's denn mal mit Duschen? Irgendwann musst du auch aus der Rüstung raus und musst du dir mal ein Bad nehmen oder so. Ich habe noch nie irgendwo in diesem Spiel ein gescheites Badezimmer gefunden, wo man auch was machen kann mit. Im Gildenhaus? Im Gildenhaus, aber nicht hier. Aber nicht hier in der Burg zum Beispiel. Wie machen es die anderen? Die können doch nicht einfach zu uns ins Gildenhaus gehen und können einmal Gruppenbaden machen. Hier ist überall Schnee. Nicht in der Wüste. Du hast aber gerade von hier geredet. Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Frag dich auch. Ab und zu, manchmal. Jawohl, jetzt habe ich endlich auch mal ein gescheites Schwert, Alter. Boah, ich habe schon ewig keine neuen Sachen mehr gekriegt. Da kommt immer nur Krieger und dies und das. Ja. Die werden voll vernachlässigt, die Heiler. Ja, du kannst doch einen Baum zerhacken, kannst daraus dir ein Stöckchen machen. Super. Das Stöckchen sorgt dann aber nicht dafür, dass du am Leben bleibst. Wer weiß.
Ich finde es aber halt dämlich, dass ich immer mit so einem Holzstock auf Gegner einhämmern musste. Jetzt habe ich endlich mal wieder eine Eisen- oder Stahllanze. Auf jeden Fall irgendwas mit Metall. Battlehammer. Selbst wenn es Kupfer ist, wäre mir auch wurscht. Ja, warum eigentlich nicht eine Kupfer-Wolfram-Lanze? Gibst du noch Strom drauf, leuchtet sie. Oh wei. Nun ist es soweit. Was denn? Mein Wahn bricht sich Bahn, oder was? Nun ist es soweit. Diese Laufmission an sich. Gib dir einen Tipp. Darf ich dir einen schlagen jetzt? Musst du mir hergelaufen kommen. Oh, Laufmission, schon wieder. So ein Mist. Wobei kannst du auch hier helfen. Alles klar. Alles klar. Jetzt darf ich den Knöll wieder Bericht erstellen, dass irgendwie illegale Ware transportiert wird. Eben, sie haben Koks gefunden. Oder der Mann mit dem Koks ist... Ich darf jetzt Freckel finden, Franzl. Mal wieder. Jetzt darf ich als Option mir Sachen auswählen, die ich gar nicht brauche. Das geht mir schon immer so. Nicht schlecht. Alter, was ist das? Der fliegt mit dem Phönix rum. Ich will auch so einen geilen Vogel haben. Muss so Geld bezahlen. Vielleicht ja. Oder der droppt endlich mal. Wenn man gegen ihn kämpft, wohlgemerkt. Muss ich denn hier jetzt schon wieder machen? Ich hasse diese Königsfamilie. Ihr seid ihr zu doof, um aufzustehen. Was? Also gerade deswegen lese ich mir von denen die Texte nicht durch, weil es irgendwie... Ja, Drachen töten, wegen Ehre der Familie retten und so. Aber das ist mir echt zu viel gerade. Sorry, wenn es nicht im Content weitergeht, was mich irgendwie weiterbringt, vergiss es. Der Schneewolf, der kann nicht mal kreuzweise. Jetzt habe ich Gottesurteil. Oh, hoppla. Ich muss die Gruppe leider mal verlassen. Viel Spaß. Wie geht denn das nochmal? Alt F4. Alles klar.
Oh, er hat alles in der Trinkgläser verloren. Ja. Ein fassungsloser Ritter. Ach, da bist du jetzt. Ja, das habe ich schon eben gemacht. Ich habe ja Nebenquest gemacht. Ach so. So, wenn ich jetzt erstmal nichts sage, dann kann ich nicht auf den Knopf drücken, weil ich hier die ganze Zeit am Rumbetteln bin. Also am Okay, Kämpfen. Für Selbstgespräche. Ja. Familienkrieg und ich werde mit reingezogen. Was für ein Quatsch. Ah, die ist Helene Fischer, ey. Hä? Atemdruck. So fängt es allein geholfen, wenn ich bin. Geizhals. Also lauf doch nicht an mir vorbei, du Idiot! Was zum Teufel ist hier los gerade?
Tja, jetzt haben wir das Geheimnis aufgedeckt, ihr Verräter. Ach, diese Mission ist ganz lustig. Also ich habe es geschafft. Andererseits so ein Vieh wird da ab und zu dann auch stören, aber sonst ist alles okay. Okay. Ja, ich mache gerade wieder Nebenmission. Zum was als Nebenmission? Weil die auf dem Weg liegen. Wenn ich sowieso einmal da hoch muss und auf dem Weg dahin, kann ich drei Missionen machen. Ja, okay, eventuell. Kann ich zum Beispiel wieder fünf Quests auf einmal abgeben. Bin nur eine Strecke gelaufen. Astrologen, ey. Was? Und wieder ganz nach unten. Ja, ich mache in der Hinsicht hin, weil ich Garuda endlich auf die Schnauze hauen will. Ich lasse mir Zeit. Ich will den verdammten Vogel haben. Und außerdem will ich meine Freunde retten. Die haben sie getötet. Wie zu doof, eine Treppe zu laufen. Passiert.
So, welches Buch war denn das jetzt nochmal? So. Jetzt teleportiere ich mich aber, ey, der kann mich doch mal kreuzweise. So, ich bin jetzt erstmal weg, ne? Echt? Wohin? Muss hinten noch den anderen Hund holen, muss den auch noch füttern. Dann müssen die auch noch mal raus, die Viecher. Ah, okay. Ja, und wie gesagt, heute Nachmittag muss ich dann Treppenhaus machen halt. Jo, falls du heute noch irgendwann die Dings machen willst, den Dungeon, sag Bescheid. Ja, okay. Dann geh erstmal für Vieh. Jo. Hau rein. Wir hören uns. Irgendwann schon. Wartenweißer war die getrennt vom Server von Schändellaber Ecke. Na gut, dann sind es nur noch ein Vieh.